Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von IDS Daily TV. Der Deutsche Leitindex, der hat gestern lange nach einer Richtung gesucht. Im Zuge der EZB-Sitzung und der schwachen Wall Street ging es letzten Endes nach unten, wenn auch nur leicht. Der DAX beendete den Handelstag bei 13.209 Punkten, das ist ein Minus von 0,2%. Blicken wir jetzt direkt an die Börse Frankfurt. Dort steht unsere Korrespondentin Franziska Schimke schon für uns bereit. Guten Morgen. Franzi, wie wird der DAX denn jetzt in den letzten Handelstag der Woche starten? Ja, einen schönen guten Morgen. Wir hatten ja zum Wochenauftakt einen ordentlichen Zickzackkurs. Montag guter Handelstag, Dienstag schwach, Mittwoch wieder gut und gestern dann eine lange Zeit ein unentschlossenes Bild. Letztlich hat man auf Impulse gewartet. Die hat man durch eine schwächere Wall Street bekommen und man hat natürlich auf die EZB gewartet. Das, was von Seiten der EZB es aber gab, das war bereits am Vortag eingepreist worden und somit eben dieses moderate Minus noch knapp über der 13.200-Punkte-Marke ist der DAX aus dem Handel gegangen. Heute am Freitag rechnen wir aber erst einmal mit einem Start knapp unter dieser 13.200-Punkte-Marke. Also erstmal etwas schwächer, aber eben auch einmal mehr nicht der ganz große Druck nach unten. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sind diese gemischt von Seiten der asiatischen Märkte. Nikkei und Hang Seng im positiven Bereich. Der Shanghai Composite, der gibt aber moderat nach und freundlicher gestartet war gestern zunächst erst auch einmal die Wall Street. Aber man konnte dieses Niveau letztlich nicht halten und hat dann die Gewinne komplett abgegeben und ist sehr deutlich wieder in den negativen Bereich gerutscht. Am Ende ging es für den Dow 1,5% nach unten. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag folgt an dieser Stelle die Marktidee. Heute ist dies das Währungspaar Euro-Britisches Pfund. Der Euro ist gegenüber dem britischen Pfund derzeit klar im Vorteil. Zuletzt schaffte die Gemeinschaftswährung den Ausbruch auf ein neues 6-Monats-Hoch. Dabei erreichte der Euro eine wichtige Zielzone. Aus technischer Sicht könnte es jetzt zu einem Rücksetzer kommen. In dem Fall sollten Anleger auf der Unterseite zwei Zielzonen beachten. Auf der Oberseite ist zunächst vor allem eine Marke relevant. Wo sich all diese Marken genau befinden, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse, wenn Sie mögen. Sie gehen dazu auf www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns dann am Montag wieder mit IDS Daily TV. Bis dahin, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.